Willkommen im Vegan Podcast. Heute in dieser Episode geht es um das Thema Gesundheit. Was viele denken, was Gesundheit ist und was es wirklich ist. Christian Mante nimmt dich auf eine wirklich spannende Reise mit in die wahre Gesundheit, von der du gar nicht wusstest, dass sie existiert. Und wenn du den ersten Teil dieses Interviews noch nicht gehört hast, in dem wir über Nahrungsmittel versus Lebensmittel sprechen, was der Unterschied ist und wie wichtig Bio ist, dann höre auf jeden Fall zuerst in diesen Teil rein. Und jetzt viel Spaß mit Christian Mante und Mr. Brokkoli zum Thema, was Gesundheit wirklich ist und Methoden, um den inneren Schweinehund und Gewohnheiten zu überwinden. Viel Spaß beim Zuhören. Da sind wir auch bei einem schönen Thema, was ja mehr oder weniger Gesundheit ist und was wir dafür halten. Also ist es zum Beispiel gesund, wenn ich jetzt einen Bodybuilder sehe, der ein absolutes gestelltes Sixpack hat, ein 45er Bizeps und Beine wie, ich nenne es jetzt mal, oder Ärmer hat, wie ich Beine habe. Das sieht vielleicht ästhetisch schön aus für den einen oder anderen, nur ist der quasi eben auch gesund, wenn er jeden Tag sich 250 Gramm Eiweiß reinballert, Whey-Protein, Kreatin ohne Ende und dann eigentlich nur noch sein Reis und sein Hühnchenbrust isst. Gleich garniert mit ein bisschen Brokkoli. Also das heißt, das, was wir als Außen sehen und vielleicht so gut aussieht und sich gut betrachten lässt, ist innerlich vielleicht schon komplett kaputt. Ist das so, also auch aus deiner Sicht? Und was ist deine Definition von Gesundheit? Also was ist tatsächlich gesund im Auge des Mainstream und was ist sie wirklich? Ja, also die meisten Menschen gehen ja nicht ins Fitnessstudio oder machen Sport, um gesund zu werden, sondern um gut auszusehen. Da sind wir wieder beim Thema von eben. Und man kann immer beides. Man kann es untertreiben, also zu wenig machen, und übertreiben und zu viel machen. Man hat ja auch nach jedem intensiv auch im Training fällt die Immunabwehr kurz runter für die Regeneration und Selbstheilung. Und das merkt man jetzt auch in der Corona-Zeit zum Beispiel. Es könnte ein Grund sein, warum gewisse sehr fitte Menschen und Sportler vielleicht schlimme Verläufe hatten. Würde mich zumindest mal sehr interessieren, ob das eine Ursache sein könnte. Und ja, die meisten Menschen wissen gar nicht oder haben gar nicht das Ziel, gesund zu sein, und rackern ihr ganzes Leben, um irgendwie produktiv und erfolgreich zu werden. Und am Ende des Lebens haben sie vielleicht viel Geld. Aber dann mit Geld kann man sich aktuell Gesundheit leider auch nicht kaufen. Das sieht man auch schon, wenn man mal guckt, was das Gesundheitsministerium auf ihrer Webseite schreiben, dass sie dem Gesundheitssektor einen hohen wirtschaftlichen Stellenwert zuschreiben, wo das eigentliche Ziel ist, gesellschaftlich erstmal betrachtet. Da geht's eher um Geld, um Zahlen. Wir müssen immer alles nach irgendwelchen Zahlen optimieren. Und wenn man sich dann anguckt, welche Ausgaben, also wie viele Ausgaben für Behandlung und wie viel für Prävention sind, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz im Kopf, aber es war um den Faktor 1000 weniger für Prävention, dann weiß man, wo der Fokus liegt. Und deshalb habe ich auch das Buch geschrieben, damit die Menschen wieder eigenverantwortlich handeln können und auch ein gewisses Verständnis dafür haben, weil in der Schule lernt man es nur ganz selten, wenn man nicht einen guten Biologielehrer vielleicht hat. Und man fängt meistens erst an, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Was heißt zu spät? Es ist immer besser, was zu machen, als gar nichts zu machen. Und man fängt quasi an, wenn man Symptome bekommt. Und dann sind wir auch schon bei der Frage, ist, wenn man ein Symptom hat, beispielsweise Rückenschmerzen, ist das jetzt schon eine Krankheit? Oder wenn ich Schnupfen habe, bin ich deshalb krank? Leid gehört auch immer ein bisschen irgendwie zum Leben mit dazu. Weil durch Leid werden wir quasi gezwungen, irgendwas anders zu machen. Und meistens, oder bei mir war es dann natürlich so, ich glaube, das ist bei sehr vielen anderen Menschen auch so, dass man irgendwelche medizinischen Interventionen bekommt. Wenn man Glück hat, kriegt man noch Physiotherapie, aber auch da wird man meistens nur massiert, wird dann mit Tabletten vollgepumpt. Aber Tabletten oder die Vorstellung in den Köpfen der Menschen, dass irgendetwas Externes, ob das ist Handauflegen von irgendeinem Arzt ist oder Tabletten oder eine Massage, etwas dauerhaft heilen können, das funktioniert halt nicht. Das,
Das ist, im besten Fall ist das ein Stummschalten der Symptome, damit man wieder weitermachen kann wie bisher. Und ich glaube, Albert Einstein hat es mal gesagt, ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, dass es der absolute Wahnsinn ist, wenn man versucht, ein anderes Resultat zu bekommen, aber immer wieder dasselbe macht. So ähnlich hat er das mal gesagt. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum hilft bei manchen eine Tablette und bei manchen hilft das Handauflegen. Manche können durch Fernheilung vielleicht gesund werden. Da kommen wir dann auf Placebo und Nocebo zu sprechen. Also Placebo ist, wenn ich an etwas glaube, zum Beispiel an die Fernheilung, wenn ich mit jemandem telefoniere und der ist Fernheiler und glaube daran, dass ich wieder gesund werden kann, weil er mir das sagt, dann werde ich vielleicht auch wieder gesund oder es verbessert sich zumindest. Wenn ich aber sehr skeptisch dem gegenüber bin, ich habe es übrigens auch mal probiert mit dieser Fernheilung in meiner Jugend, bei mir hat es nicht geklappt, ich war aber auch sehr skeptisch. Und das kann halt auch andersrum sein. Wenn mir der Arzt jetzt sagt, ich gehe zum Arzt und mein Blutdruck ist aus irgendwelchen Gründen etwas erhöht und sagt, wir müssen da mal gucken und noch genauer diagnostizieren, es könnte das und das ganz schlimm sein, kurz vorm Herzinfarkt. Dann triggert das den Nocebo. Ne? Man denkt, man wird krank oder man ist schon krank und dadurch wird es so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Da gibt es auch eine sehr schöne Studie. Da hat man schwangeren Frauen Antibrechmittel oder Antiübelkeitsmittel gegeben. Ihnen aber gesagt, oder genau hat ihnen gesagt, es sind Antibrechmittel. Es waren aber einfach Placebo-Tabletten, also Zuckertabletten. Und ich glaube, es waren über 80%, die gesagt haben, es hat geholfen, wo da keinerlei pharmakologische Wirkung in diesen Tabletten drin war. Und ich finde das ziemlich unfassbar, was die eigenen Gedanken auslösen können an Gesundheitseffekten für den Körper. Und Absolut. ja. Würdest du denn dann auch, also wenn du jetzt ja gerade angesprochen hast, das ganze Medizinische ist eben sehr, sehr oft ein Stummschalten. Also ich möchte jetzt nicht, dass die Medizin da irgendwie kritisch bewerten. Sie hat seine Daseinsberechtigung, vor allem eben auch die Notfallmedizin. Jetzt hast du ja auch pharmakologische Wirkungen angesprochen. Würde denn insofern zum Beispiel eine Impfung aus deiner Sicht nicht wirken, wenn ich sie zwar bekomme und es gibt total viele positive Ergebnisse, aber ich selber glaube nicht dran. Das heißt, dann ist die Chance natürlich groß, dass sie nicht in diesem Umfang wirkt, wie sie wirken sollte. Umgekehrt genauso, ne? Also ist das so? Hat das auch ein bisschen was mit Quantenphysik zu tun? Oder würdest du sagen, es gibt dann eben auch natürlich so starke Mittel, wenn wir jetzt nicht vom Placebo ausgehen, die so oder so wirken, ob ich dran glaube oder nicht? Ja, also wie das jetzt bei der Impfung konkret ist, da will ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich würde vermuten, dass es da genauso ist. Man sieht es ja auch bei Menschen, die ähnliche Lebensstile oder Lebensabläufe haben. Bei dem einen löst stärkere Symptome aus, bei dem anderen weniger. Und auch wenn man danach Antikörper prüft, hat der eine einen höheren Immunschutz und der andere weniger. Das kann auch mit einer Skepsis zu tun haben. Und da gibt es auch sehr spannende Studien, in denen eben diese Kontextfaktoren, eben alles, was mit der Überzeugung zu tun hat, was andere dazu sagen und diesen spezifischen Therapieeffekt zu tun haben. Und das Problem ist, dass die meisten Ärzte nur diesen spezifischen Therapieeffekt, also diese pharmakologische Wirkung oder die physikalische Wirkung der Massage oder wie auch immer im Kopf haben, und ganz vergessen, dass sie mit ihren Worten oder auch mit Berührung, also Berührungen sind ja ganz wichtig für Menschen, auch um Vertrauen zu bekommen. Ist natürlich gerade ein bisschen problematisch, auch in Arztpraxen, aber so ganz generell, dass man damit eine sehr, sehr starke Wirkung und man sieht es an diesem Schwangerschaftsbeispiel mit diesem Brechmittel, dass das teilweise sogar die Wirkung der medizinischen Intervention übertreffen kann. Und das ist halt auch wieder so ein Präventivfaktor, wenn man den Menschen einfach hilft, sich selbst zu helfen und auch an sich selbst zu glauben vor allem, dann bräuchte man gar nicht so viele Ärzte. Es gibt irgendwie so eine Geschichte, ich glaube aus dem alten China, dass die Ärzte dort nur bezahlt wurden, wenn es
deren Gemeinde gut ging. Es ist natürlich die Frage, ob es das wirklich jemals so gab. Aber es wäre dann halt auch die Frage, wenn es aktuell so wäre, würde man noch genauso viele Behandlungen und Untersuchungen und MRTs und was weiß ich alles so bekommen? Ich glaube nicht. Denke ich auch. Also das heißt, du bist schon ein großer Verfechter davon, dass das, was wir heute für Gesundheit erachten, also wenn wir jetzt einen 40, 45-jährigen Mann oder eine Frau haben und ich sag mal, bleiben wir mal bei der Frau, die wiegt dann so im Schnitt vielleicht 68 Kilo, ist relativ gesund, vielleicht zweimal im Jahr hat sie irgendwas, ist krank, hat vielleicht eben auch eine Allergie, hat aber jetzt keine chronischen Krankheiten oder keine schweren Verläufe wie Krebs, Diabetes und Co. Sieht auch ihr Alter angemessen aus. Würdest du so jemand als gesund bezeichnen? Oder ist das eigentlich jemand, die krank ist? Ja, also so rein nach diesen ja, äußerlich bestimmbaren Faktoren klingt das natürlich erstmal gesund, aber man kann natürlich auch tief traurig sein wegen einem Verlust oder wegen Traumata aus der Kindheit. Und deshalb die Psyche spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle und die Grundhaltung, die man zum Leben hat. Also man kann natürlich alles negativ sehen und oder man kann alles positiv sehen. Und es ist die Frage, was fühlt sich besser an? Für mich fühlt sich das Positive besser an, deshalb gebe ich mir Mühe und schreibe auch ein Dankbarkeitstagebuch. Das Gute im Leben und auch im Menschen zu sehen. Es ist natürlich evolutionär so, dass wir eher das Schlechte sehen und deshalb auch dazu leiden, gerade weil die Nachrichten uns ja damit überfluten, die Welt als ja, kurz vor der Apokalypse zu erleben. Aber letztlich ist es halt immer eine Entscheidung, die man treffen kann und sich auch mal bewusst machen sollte, was das mit einem auslöst. Ja, absolut. Also schön, dass du die psychische Komponente hier reingebracht hast. Das hätte ich noch sagen können, ne? Dass sie jetzt nicht irgendwie einen Trauerfall zu beklagen hat und klar sich manchmal Gedanken darüber macht, ob das Leben so Sinn macht oder vielleicht mal hat sie eine Beziehungskrise oder wie auch immer. Also so die ganz normalen, in Anführungsstrichen, Sachen des Lebens. Ich würde jetzt diese Frau nicht als gesund bezeichnen. Jetzt rein vom Körperlichen her, denn für mich ist das zumindest aus meinem begrenzten Stand nicht normal, dass du zweimal im Jahr krank bist, dass du Allergien hast und sag mal eine 68 Kilo als Frau wiegst. Das ist für mich zu viel, also an Gewicht. Und leider ist es aber in unserer Gesellschaft, finde ich, aber auch hier gebe ich jetzt eine Norm, das muss ich ganz klar dazu sagen, normal, dass wir, dass es halt normal ist, dass wir ein paar Kilo zu viel haben, dass wir zweimal im Jahr krank sind, dass wir irgendwie Fleisch dreimal die Woche essen. Das ist ja alles normal und es wird heute in unserer Gesellschaft als gesund bezeichnet. Für mich ist das alles andere als gesund. Also ich habe vielleicht meine verstopfte Nase, wie gerade, wenn ich irgendwie zu lange im See war und mich unterkühlt habe. Und ansonsten war ich seit 7 Jahren nicht krank. Also nicht, dass ich jetzt mal 2 oder 3 Tage im Bett gelegen hätte. Ich habe keine Medikamente genommen und vieles mehr. Jetzt kann ich natürlich sagen, das ist ja auch genetisch bedingt. Und ja, der Christian, der kann sich ja leisten, ne? 2, 3 Mal am Tag grüne Säfte zu trinken und das ganze Zeug zu machen und 70 Kilo zu wiegen, weil er jeden Tag trainiert. Nur, ich sag mal, wenn ich mir vorstelle, wie haben wir früher gelebt, wir waren ständig in der Bewegung, wir hatten keinen Elektrosmog, wir hatten keine Chemtrails, wir hatten keine vergiftete Umgebung, da wurden nicht jeden Tag 1000 neue chemische Zusatzstoffe irgendwie an den Mann gebracht, wir hatten ganz und gar nicht Corona, wir hatten keine Impfungen und wir hatten vielleicht mal ein vergiftetes Umfeld, weil wir uns mit den Nachbarn nicht verstanden haben und ansonsten haben wir viel auch aus der Natur gegessen. Jetzt nehmen wir ein Bild in Kauf von so jemandem, wie ich ihn gerade gezeichnet habe, dass das neue Gesund ist. Ja, und sitzen jeden Tag 8 Stunden vorm Computer vielleicht auch noch, bewegen uns, wenn überhaupt, mal 20 Minuten am Tag.
Und das hat für mich nichts mit Gesundheit zu tun. Und deshalb war es mir auch mal wichtig, deine Meinung dazu zu hören, weil du bist ja in diesem ganzen Bereich tätig. Und alles gut, sich da auszutauschen, weil meine Meinung ist mit Sicherheit nicht das, was die Wahrheit ist und deine auch nicht. Und die Wahrheit existiert in diesem Moment nicht. Nur worauf ich sensibilisieren möchte, ist, dass ich für mich persönlich nicht gerne hinnehmen würde, zu akzeptieren, dass zweimal im Jahr krank zu sein normal ist. Dass es normal ist, dass ich halt ab und zu mal Tabletten einwerfen muss. Ne? Und dass es normal ist, dass ich eine Allergie habe. Das Ja, ist. normal sein sollte es nicht, es ist aber leider natürlich normal. Genau. Und worauf ich eher hinaus will, du hast natürlich recht, dass das nicht das Ziel sein sollte. Und aber wenn man quasi das, was man hat, also wenn man zum Beispiel Allergien entwickelt, die man teilweise wirklich schwer auch wieder los wird, oder auch Autoimmunerkrankungen, wo man vielleicht, wo manche es schaffen, symptomfrei zu werden, durch gewisse Maßnahmen, aber nicht in dem Sinne wieder komplett geheilt werden, also ohne die Krankheit leben können, finde ich es aus psychologischer Sicht schwierig, sich als krank zu bezeichnen, weil man damit eben wieder so ein negatives Bild entwirft. Ich finde es immer sehr wichtig, im Positiven zu bleiben, weil Negativität löst natürlich auch immer Stress aus, und von chronischem Stress wissen wir ja alle, was der so im Körper auslöst. Absolut, Angefangen nur du bei musst es ja nicht. Darmproblemen und so weiter. Aber du Du. hast natürlich sehr recht, ne? Also es wäre wichtig, frühzeitig mal zu gucken, was will mir der Körper denn eigentlich sagen? Weil Gesundheit ist ja schwer von Krankheit zu trennen, jetzt biologisch, ne? Letztlich sind das ja immer nur, wenn man sich gesund fühlt, harmonisch ablaufende Prozesse im Körper, die Richtung gesund tendieren, also versuchen, eine Art Optimum zu erreichen. Das ist natürlich aber nie perfekt, also man kommt da nie an. Der Körper versucht das immer. Und wenn es eben zu weit von diesem Optimum weggeht, dann spüren wir halt vielleicht mal ein Zwicken oder es drückt im Kopf oder wie auch immer. Und dieses Zwicken, also dieses Symptom, ist dann eine Aufforderung des Körpers, mal wieder genauer hinzugucken, um durch welche Maßnahmen auch immer, das kann Ruhe, das kann Bewegung sein, oder auch mal das Umfeld anzugucken, die eigenen Gedanken, um wieder Balance herzustellen. Ja, und Absolut, die deshalb, Balance ist sehr klar, wichtig. Symptomunterdrückung ganz fatal. Wir sollten dem Alarmsystem nicht den Mund zukleben und statt die Symptome zu bekämpfen, halt richtig deuten. Und deshalb ist mir immer wichtig, auch wie gesagt, nochmal positiv zu bleiben, weil die meisten Menschen, wenn sie hören, oh, ich bin krank und das ist nicht normal, wenn ich außerhalb der Norm bin, dann brauche ich wieder irgendwelche Tabletten und so weiter. Und Tabletten können durchaus sinnvoll sein. Also wenn man zum Beispiel schlecht schläft, ich hatte letztens eine Magenverstimmung, weil ich was Schlechtes gegessen habe, und da kam es die ganze Nacht wieder raus und ich konnte danach nicht einschlafen, weil ich extreme Kopfschmerzen hatte. Dann kann es sinnvoll sein, mal eine halbe Tablette zu nehmen, um wieder schlafen zu können, weil der Schlaf natürlich sehr viel Heilung wieder einleitet, wenn es bei dieser halben Tablette bleibt. Das ist halt dann das Wichtige. Deshalb hat die Medizin, auch die Schulmedizin, definitiv ihre Daseinsberechtigung. Ja, aber man muss wieder selber lernen, auf seinen Körper zu hören. Und ja. Absolut, wie du es richtig gesagt hast, ich denke auch, es geht um eine Balance. Und ich denke, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, wie du es auch gesagt hast, früher alles besser war. Ich kann mich an mein früheres Leben jetzt nicht erinnern. Dementsprechend weiß ich nicht. Die Menschen sind bestimmt auch nicht so alt geworden. Und wenn du Zahnschmerzen hattest, da war auch kein Zahnarzt ums Eck. Und das ist mit Sicherheit alles passiert. Und auch damals hatten die Menschen wahrscheinlich körperliche Beschwerden. Und deshalb möchte ich das gar nicht erwähnen. Und ich möchte auch nochmal erwähnen, dass es auch, was diese Positivität angeht, dass ich da auch auf deiner Seite bin und auch da, dass es eine Balance da geben darf, weil wenn ich dann immer nur versuche, ins Positive zu gehen und dem Positiven wird auch sehr oft das Schönreden sehr nahegelegt. Also das heißt, nehmen wir an, ich habe jetzt tatsächlich 5 Kilo zu viel, was ja noch okay ist, vielleicht aber 10 Kilo zu viel und sage, ah ja, mit dem einen oder anderen Fettpölsterchen, da kann ich ja auch leben und ne, also und dann das Stückchen Kuchen, das wird es jetzt auch nicht schlimmer machen. Auch da wird dann halt sehr, sehr oft versucht, dann natürlich eben auch die Alarmreaktion, die der Körper ja natürlich dann schon offensichtlich zeigt, noch mehr zu beschönigen, weil ich ja im Positiven bleiben will. Also hier wäre es dann besser, ins Positive zu reframen und zu sagen, hey,
Wie wäre es denn jetzt mal, ist doch bestimmt geil, jetzt mal auch einen neuen Lebensstil auszuprobieren, mal irgendwie in die andere Richtung zu gehen und das einfach mal auszuprobieren. Auch das kann ja positiv sein. Nur wir Menschen tendieren halt dazu, uns so einfach wie möglich zu machen und dann das Ganze auch noch positiv zu bewerten. Und Da hast du da recht. ist natürlich höchste Vorsicht geboten und manchmal hilft es natürlich auch dem einen oder anderen mal in den Allerwertesten zu treten, sei es verbal oder tatsächlich das so zu machen, dass dann natürlich eben auch eine Art Anstoß gegeben wird, dass die Menschen sich verändern, wenn sie es denn wollen und wenn es aus ihrer Sicht auch notwendig ist. Und jeder, der 10 Kilo zu viel hat, also ich habe das einmal erlebt bei mir, da war ich 2 Monate in Afrika und dort gab es tatsächlich nur aus meiner Sicht Junkfood, ne? Also da gab es dann Cornflakes mit Milch, es gab nur Fleisch, es gab, also da hast du selten mal irgendwie was Gemüsemäßiges gesehen. Da habe ich tatsächlich in 2 Monaten 8 Kilo zugelegt. Denkst du, das habe ich mir dann schön geredet und gesagt, das ist doch jetzt normal, ein bisschen Pausbäckchen ist doch auch nicht schlecht und so weiter. Nee, ich hatte es in 2 Monaten wieder unten. Ich habe mich aufgerafft, habe trainiert. Das kann sich eigentlich keiner schönreden, wenn du dann Schmerzen hast im Bewegungsapparat, wenn du nicht mehr ohne zu schnaufen die Treppe hochkommst, wenn dein Bauch schwabbelt. Das hat dann auch nichts mehr mit Positivität zu tun. Da darfst du dem ins Auge blicken. Und das gehört für mich dazu, für mich jetzt, ich rede nur für mich, was Gesundheit wirklich ist, weil wir ja bei dem Thema waren. Ja, Ne? das gehört auf jeden Fall dazu. Da sind wir beim Thema Schweinehund und Gewohnheiten. Ja. Und das ist auch das letzte Kapitel meines Buches, weil es bringt, das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass man seinen Körper versteht oder das Leben an sich. Das ist immer schwierig zu sagen, mein Körper. Es gibt ja auch noch den Geist und die Umwelt, wo man da schon die erste Trennung macht. Es ist eigentlich die Mitwelt, man ist ja Teil der Welt. Und es ist natürlich evolutionär auch so, dass wir dazu veranlagt sind, den einfachen Weg zu gehen, einfach um Energie zu sparen. Das ist ja ganz logisch. Wer das früher nicht gemacht hat, der konnte sich nicht fortpflanzen. Und deshalb, heutzutage müssen wir ja nur noch einen der vielen Lieferdienste auf dem Handy antippen und schon kommt die Pizza. Das ist natürlich schwierig. Und die Marketing-Experten, die wissen ganz genau, was sie da triggern müssen, um unsere archaischen Prozesse im Kopf da aufflammen zu lassen. Und ja, die Gewohnheiten zu durchbrechen, das ist nicht einfach. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Ja, es ist schwierig, es alle zu erzählen und zu sagen, welche Methode ist die beste, weil das für jeden eine andere ist. Das Leben jedes Menschen ist ja verschieden. Dem einen hilft, wenn er vielleicht einen Sportpartner findet oder jemanden, mit dem man eine Challenge machen kann. Was weiß ich, im halben Jahr 10 Kilo abnehmen und dann auch dabei bleiben bei dem Gewicht. Anderen könnte es helfen, sich eine intelligente Strafe zum Beispiel zu setzen und das auch also öffentlich zu kommunizieren mit den Freunden. Beispielsweise, ich muss 500 € an eine Partei spenden, die ich absolut nicht ausstehen kann, wenn ich dieses oder jenes Ziel nicht erreiche, was ich mir gesetzt habe. Und ja, so gibt es verschiedene Methoden, um diesen Schweinehund zu überwinden. Und am besten klappt es immer mit anderen Menschen zusammen. Also das merke ich auch beim Sport. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo man nicht viel machen konnte. Aber zu Hause kann man immer was machen. Und wenn man da eine Partnerin hat, die ähnlich gestrickt ist, dann kann man sich da gut zusammen motivieren, am Ball zu bleiben. Absolut, finde ich klasse und ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Sport mit vielen anderen Menschen oder sei das heißt es auch nur mit einer anderen Person dann viel einfacher geht. Die Zeit geht schneller um, falls es mal wehtun sollte oder anstrengend sein sollte. Es ist eher wie ein Spiel, wie eine Pflicht. Und ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort, weil das kannst du dann quasi auf alles projizieren, sei es jetzt deine gesunde Ernährung, sei es die Bewegung, sei es natürlich auch dein Umfeld oder berufliche Ziele, die du erreichen willst. Also wenn du dann quasi Methoden findest, wie du einfach motivierter bist, wie du mehr Spaß an der Sache hast und so weiter, dann kann das ja eben auch funktionieren. Übrigens auch in der aktuellen Zeit, in der ja wirklich viele, ich nenne es jetzt mal, Szenarien da sind, die einem die Laune vermiesen könnten. Und da eben auch zu gucken, was macht dein Umfeld, welches Umfeld hast du,
Wie motivierst du dich oder beziehungsweise eben auch, was konsumierst du, sei es jetzt körperlich oder auch geistig, und was konsumierst du eben nicht? Und dementsprechend kannst du dann für dich immer für dich individuell das Richtige finden. Und ja, dementsprechend, Christian, vielen lieben Dank für diese tollen Einblicke. Ich sag's vielleicht zuletzt noch, wo kriegen wir dann ein geiles Buch her, dass wir das dann eben auch natürlich auch auf diese Weise unterstützen? Ja, das Buch kann man eigentlich in jeder Buchhandlung kaufen. Ob es jetzt überall vorrätig ist, ist die Frage, aber man kann es auf jeden Fall bestellen lassen. Direkt beim Verlag kamphausen.media, auch bei Amazon, obwohl ich das jetzt nicht so empfehle aus verschiedenen Gründen. Stichwort Raketenflug zum Beispiel. Ja, und überall im Internet eigentlich, genau. Sehr stark. Dann freue ich mich, dass wir und du eine ganz tolle Zukunft gemeinsam mitgestalten. Foodsharing hast du angesprochen, viele andere Dinge, die wir gemeinsam tun können, um ja, bei dir anzufangen, dein Leben gesünder und glücklicher zu machen. Danke, Christian. Vielen lieben Dank auch an dich, liebe Zuhörerin, dass du dabei gewesen bist bis zum Schluss und spannende Themen mitgehört hast. Schreib mir auch gerne deine Kommentare. Du kannst sie unter dem aktuellen Post in Instagram gerne loslassen oder in der E-Mail, die in den Shownotes verlinkt ist. In diesem Sinne sage ich auch heute wieder: Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli. Lass es dir gut gehen. Sei der Welt ein Licht, sei der Welt ein Segen, indem du bei dir anfängst und deine Gesundheit optimierst, da wo du jetzt denkst, dass es gerade notwendig ist. Und natürlich bist du auch ein großer Segen für Christian, mich und die ganze Welt, wenn du diese Episode teilst. In diesem Sinne alles Liebe, deine Christians. 3 Wusstest du, dass wir 3 Episoden in der Woche veröffentlichen im Vegan Podcast? Wenn du keine Episode verpassen möchtest, vor allem die neuesten News rund um die vegane Ernährung, optimale Fitness und deine strahlende Gesundheit sowie dein tolles Aussehen nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Du kannst das in iTunes mit Apple Podcasts tun. Du kannst das natürlich in Google auf deinem Android-Handy tun mit Google Podcasts. Du kannst das in Spotify tun und wo auch immer du möchtest. Verlinkungen dazu findest du in den Shownotes und vor allem teile diesen Podcast mit deinen Liebsten, denn ich glaube, es ist für jeden immer mal etwas dabei. Vielen lieben Dank, dein Mr. Broccoli. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Hier noch ein kleiner Reminder. Die Informationen in diesem Podcast sind ausschließlich informativ. Sie sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker. Deshalb raten wir bei medizinischen Problemen und Fragen immer, ärztlichen Rat einzuholen.